Dieser Streifen hätte bereits im April in die Kinos kommen sollen, doch die waren Corona-bedingt geschlossen. Kein guter Zeitpunkt für einen Start also. Die Macher des neuen James-Bond-Films bereiten sich nun auf den November als neuen Starttermin vor. Der Trailer wurde bereits jetzt veröffentlicht. Now your enemy is my enemy. His name is Seven. What does he want? Schauspieler Daniel Craig schießt, kämpft und küsst sich auch durch diesen Film mit dem Namen No Time to Die, also keine Zeit zu sterben. You can imagine why I've come back to play. Dabei soll es um die Rettung eines entführten Wissenschaftlers gehen, die 007 auf die Spur eines geheimnisvollen Bösewichts führt, der die Welt mit einer neuen, gefährlichen Technologie bedroht. Neben Daniel Craig spielen auch Lea Seydoux und Rami Malek. No Time to Die soll am 12. November in die deutschen Kinos kommen.